Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge bei LS19 Bacardi Grand Touring in Tab 3.1. Ja, ich starte mal unseren Mistfahrer wieder los mit Outdrive. So, gleich mal starten. Dann unser Milchfahrer ist auch unterwegs. Guck, wo er ist. Der müsste. Ah, hier ist ein Düngerfahrzeug. Weiß nicht genau wo. Aber irgendwo ist er. Halt mal durch. Ah, da ist er. Genau. Beim Verkauf. Okay. Halt. Und starten. Ja, hier geht's weiter, ne? Im Geschäft. MLS. Bin nur ganz kurz überlegen, was ich gerade machen wollte. Soweit ich weiß, geht noch Aussaat und Aussaat ist ja fertig. Die Unkoppelkämpfer geht noch nicht. Man wird warten, bis es sich gekeimt hat. Obwohl da. Na, das bringt nichts, wenn es noch nicht gekeimt hat, dann wird das nichts. Geht jetzt nicht weiter. So, ich hatte noch ein bisschen Stroh gefahren. Das mache ich jetzt auch weiter. Kurz hier das Förderband starten. Weil das geht ja nicht automatisch wieder an, sondern man muss im Prinzip mal wieder aktivieren, wenn man neu startet. So, Milchverkauf ist erfolgt. Ja, ich hatte angefangen mit der Aufnahme, aber da war leider kein System-Ton dabei. Also habe ich abgebrochen und mal von vorne gestartet. Damit ihr auch diese Geräusche, die jetzt gerade sind, vom Traktor und vom Stroh, auch ihr hören könnt. Ne? Also ich habe es ja gehört über meinen Lautsprecher, aber leider bei euch nicht. Und das ist dann ungünstig. Ne? Ja, ich habe nicht viel gemacht. Ich habe schon mal die Fahrzeuge fertig gehabt. Mistverkauf, Mähverkauf und habe schon mal eine Ladung Stroh reingefahren. Ja, und das war's jetzt mal. Ne? Silage müssen wir warten, bis die Ballen soweit sind. Dann können wir hier ein paar bisschen Silage reintun. Ein Trigger für Vorrat für die automatische Fütterung. Da fehlt aktuell noch ein bisschen was. Es geht nicht alles rein, das ist okay. Okay, dann werden wir vorbereiten für Sägewerk. Dazu muss ich das Sägewerk einfach mal kaufen. Das heißt, den Grund am Boden. Das war hier irgendwo. Das habe ich schon gekauft. Das ist gut. Das heißt, ich will mal gucken, ob wir das hier hinkriegen. Besuchen. Das heißt, wenn es könnte, kann ich auch Holz kaufen. Ich muss mal gucken, ob ich hier Holz kaufen kann. Ob das hier irgendwo aktivieren, also im Menü finde. Na, hier ist Vorratslager fürs Holz. Hier ist das Palettenwerk. Das brauchen wir eigentlich, ne? Rohstoff und Brennstoff. Wir brauchen hier einen Brennstoff. Und hier ist bestimmt Holz. Holz verkaufen. Ah, okay. Das ist dann auch möglich. Also Holz verkaufen. Und hier
könnte man Holz kaufen, ne? Holzbalken. Balken. Balkenwickler. Das ist der Balkenwickler, den brauchen wir jetzt nicht. Hier braucht man das da, wo ich Holz einkaufen könnte. Weil Balkenwickler ist zwar schön, nett, aber das brauchen wir noch nicht. Hier müsste gucken, ob ich hier Holz. Das ist ja von Global Company blockiert. Aber hier müsste normalerweise. Wenn Milch voll ist, müsste eigentlich funktionieren. Und dann. Mist. Egal. Ich werde. Ja. Oder geh direkt rein, streng links und geh und guck mal rein. Balken, Holzkraftwerk nicht, haben wir auch. Kalklager, Palettenherstellung. Bretter. Das könnten wir. Ne, geht nicht, kann man nicht kaufen. Dann. Kalklager, Holzkraftwerk, Balkenwinkel, Sägewerk. Vielleicht können wir hier ein paar Bäume kaufen. Auch nicht. Gut, dann müssen wir halt an. Baumstamm, Hackstück. Na gut. Dann werden ein paar Bäume fällen. Müsst ihr auch nichts. Zumindest probeweise. Ich habe ja einen Wald hier den stehen lassen. Den kleinen, ne? Den fahren wir vorsichtig raus. Beziehungsweise nach vorne. Weil mittendrin kommen wir mit unserem Fahrzeug nicht rein. Ne? Hat ja die Fahrzeuge komplett mitgenommen gehabt. Von der Vorgängerversion der Karte. Mir gelungen. Das war eigentlich recht einfach. Wenn man es weiß, ne? Wir fahren mal nach vorne. Und da fällt es ja noch nicht auf für keinen, das ist nicht das Problem. Können wir wieder fahren. Ja, heute ist Dienstag, heute mache ich naja, alle Folgen heute nicht machen. Das war nichts, ne? Also das wäre übertrieben. Soweit ich weiß. Aber wir fangen mal hier vorne an mit 10 Meter. Da ist ja unser Ladewagen. Wir sind mal hergefahren. Gras auch nicht gewachsen. Ich hätte mir gesagt, okay, wir hätten mal schon mal. Also, ich mache jetzt so viel, dass wir zumindest ein paar Paletten erfüllen können. Das ist schon wichtig. Wir haben ja nämlich das paar Rinder schon schlachtreif. Ist zwar nicht so viel, aber bis. Könnte sich schon bald lohnen, ne? Ja, ja, mal schade. Ich glaube, wir haben hier vorne das verkehrt gelegt. Könnte störend sein. Na, das passt. Gehen wir lieber hier ein bisschen weiter in den Wald rein, dass wir nicht den Weg blockieren, ne? Dass wir nicht jedes Mal den Weg frei machen müssen für unsere Abfahrer. Müssen nicht. Ungünstig, ne? Mist ist nicht mehr voll geworden, aber das ist nicht. So. Die
sind ja alle Bäume relativ groß. Ich hoffe, dass wir diesmal schaffen würde, die Bäume auch hier zu pflanzen. Ist mir ja nicht gelungen, da kam eine neue Karte rechtzeitig. Ne? Aber ist okay. Der Milchpreis fällt. Da muss ich aufpassen. Mit einem größeren Lichtanhänger verwenden. Ich werde mal nicht so viel produzieren. Oder fällen. Sondern zumindest zum Testzweck mal einfahren. Also ein Hinfahren. Ich hoffe, dass ich die anderen Balken nicht sich am Säge wegsammeln. Also am Händler. Ja, ungünstig. Weil ich die nicht verkauft kriege dann. Ne? Also, Problem hatte ich gehabt. Bei der letzten Karte. Lag aber nicht an der Karte, sondern am Sägewerk. Weil sie nicht hier die das nicht so sein sollte, ne? Gut. Raus. Wir holen jetzt einen LKW. Und werden die paar Balken hinfahren. So. Speichern ist immer gut. Mal gucken, wo ich dann LKW habe. Jetzt wieder festgelaufen. So, irgendwo hatte ich einen gehabt, weiß ich. Ich glaube sogar hier. Ja, mir ist doch gereicht. Warum Blocking? Mist. Ja, der lädt gerade ab. Gibt auch noch ein bisschen Geld, ne? Also LKW. Ja, das ist ungünstig. Wer hat das gemacht? Hatte ich nur ein LKW gehabt? Eigentlich, das ist ein PKW, ne? Ja. Ja, gut. Das muss man jetzt so klappen. Denke ich mal, das klappt. Ist ja aufgemacht. Also theoretisch dürfte es dann kein Problem sein. Wäre jetzt aber blöd, wenn ich den anderen LKW rausnehmen müsste. Und dann wieder reinschieben. Das wollte ich jetzt also vermeiden. Hier wollte ich Ballen pressen. Also mit dem Krone schon mal schneiden und dann Ballen pressen. Silageballen. Auf Kleebasis und auf Luzernebasis. Und dann entweder für Tiere oder für die BGH. Also da habe ich jetzt Ziegel. Ich habe jetzt ein paar Grasballen fertig. Die müssten hinreichen. Dann wollte ich Heu machen eigentlich, wenn Wetter zulässt. Aber mal schauen, ne? Was denn funktioniert. So, wir müssen zum Wald fahren und dort Holz planen. Ein paar Balken jedenfalls. Nicht alles, also die ich gerade gefällt habe. Das macht Sinn. Wenn das Säge dann klappt, dann können wir ein paar Bretter sägen lassen und dann müsste ich irgendwie einen Radlader mit Gabel oder mit so eine Holzdings da hier, dann die Balken entsprechend zur Produktion bringen. Ne? Das war eigentlich der eine Traktor für den Profi von Steyr. Der war dafür mal gedacht. Sägewerk. Auch Lot. Geht bei den Balken nicht. Doch. Mit Eierkartons.
Wird also zur Not funktionieren, ne? Genau. So. Der Mist. Ja. Die Milch wird hier aufgeladen. Gut, okay, lass mal so stehen. Weil der Milch ist ebenfalls im Keller. So. So, guck mal. Numero Punkt Pet. Pet 2. So, okay. War das in Englisch gewesen? B ist stark. Oh, geht sogar. Super. Zum Testen reicht das ja, ne? Ein paar Dinge haben. Muss ja irgendwie ein bisschen Holz kommen, ne? Die wollten wir rückwärts fahren. Gucken. Ja, das war für zwei Dinge gedacht, also okay. Probieren wir halt, ne? Klar, der Große kann Probleme machen, wenn er eine Kurve fährt. Wir nicht. Leider leicht ungünstigen Winkel, ne? Da war einer gewesen. So. So, liebe Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Ich wünsche euch natürlich alle einen schönen Wochenstart. Hab ich doch vergessen. Wie immer. Aber gut. Was auf. Trotzdem ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Das fleißige Liken oder Kommentieren. Ab und zu mal kommt es ja vor. Und die das machen, sollen natürlich auch einen Dank kriegen dafür. Und natürlich auch alle Danke dafür, dass ihr mal reingeschaut habt. Und vielleicht bis zum Schluss. Tschüss, ciao, ciao. Und jetzt hier weiter in Thüringen. Tschüss.